Alles klar. Galt. So. Hier gibt's ein... Alles klar. Ein Zierstechen? Ja klar. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Gibt's nämlich hier oben noch eine Insel, wo ich mir die ganze Zeit schon über schon gefragt habe, wie kommt man da hin? Hier. Ach du Schande, ich wollte eigentlich doch nur das Dingens machen, das geheime Ende, aber okay. Orangis Insel. Orangis Insel, Mann. Die Truhe wurde mit starker Magie versiegelt. Da vorne hängt ein Schloss dran. Ohne einen speziellen Schlüssel wird man die sich nicht öffnen lassen. Okay, dann hab ich glaub die Liorio noch ausgerüstet. Das sollen wir noch machen. Ja, stimmt, Karina habe ich schon gemacht. Zack. Mit orangenen Korallen. Oh nein, das ist doch echt mal krass, Mann. Wie kommen die denn dahin? Ich habe keinen Plan. Die Musik ist aber cool. Ja. Ach, das ist ein Gegner, okay. Kann ich den mal bitte scannen? Bitte? Ich will einen Scan. Scan. Kein Scan. Okay, dann halt nicht. Ach stimmt, die ist ja noch verflucht. Wisst ihr, was mir da gerade auffällt? Also... Orangy, falls du das hier siehst und wieder so eine Art Menü geplant hast wie hier, mach doch bitte nach der Synopse oder so, wenn es irgendwie möglich ist, das umzusetzen, noch einen Menüpunkt rein, wo man das letzte Item schnell wieder einsetzen kann. Gerade für so Gegenden wie Vorhau, wo man die ganze Zeit über verflucht würde, wird, ist das halt doof, wenn du dann ständig, zack, Items, Kleeblatt oder was weiß ich, wie das Ding hieß, wenn du da ständig ins Menü musst, um dich zu entgiften. Das ist doch... Also, und ich meine, wenn man in die Items reingeht, dann wird ja das letzte Item sowieso schon angezeigt, das du benutzt hattest. Also theoretisch müsste ja irgendwie möglich sein. Das müsste ja dann in irgendeiner Variable oder so schon drinstehen, ne? Also, ne? Nur so ein kleiner Gedankenanstoß, der mir gerade einfällt. Für, ja, wenn derzeit neu geplantes Epic Maker Spielchen, ne? So. Zack. Heilen. Und ja. Ah, ich hab ihn immer noch nicht gescannt, ne? Verdammt. Okay. 560. Mann! Das ist doch, das muss doch irgendwie... Schade, dass ich jetzt gerade Nami nicht dabei habe. Die könnte ja vielleicht entfluchen. Okay, Verteidigung. Okay, alles klar. Jetzt kann ich auch endlich mal scannen. Sehr schön. Na also. Vielleicht sollte ich dann auch nochmal zur Geheimnistussi und sagen, hier, ich habe ein paar neue Viecher gescannt. Was sagst du dazu? Ich glaube, von ihr hat man ja auch die Möglichkeit bekommen, ne? Käsebrot und ja, ein bisschen kalt, ist okay. Und ich muss wieder in die Items rein und dann hier das Ding da auswählen. Das ist doch echt mal krass, Mann. Dieses Markerkreuz. Ja, Smaragdkreuz, okay, nicht Kleeblatt. Wobei es das auch gibt. Glücksklee. So, wie viel hat er denn jetzt? Vielleicht muss ich da auch auf alle Viecher killen. Er weiß das schon.
Gegen Feuer wird Wasser sicherlich helfen. Das heißt, ich nehme nachher den Wasserfinisher. Ja, dieser Part wird auch wieder sehr lang werden. Ich meine, ich bin ja jetzt schon bei 45 Minuten, aber hey. Zum Ende hin darf man das, würde ich mal sagen, ne? Weil gerade so Sachen will ich dann doch in einem Part halten, wie, ja, was braucht man denn fürs Ende? Und es gehört dann doch irgendwie dazu, wenn es dann noch weitergeht in der Höhle. Oder sehe das nur ich so? Ich heb das jetzt gerade mal noch auf. Weil ich glaube, zwei Runden wird sowieso noch gehen. Wobei... Na, könnte auch nächste Runde vorbei sein. Okay. Angriffe hören. Ich will angreifen, yeah. Was sind das überhaupt für Viecher? Kommen die eventuell auch aus Golden Sun? Sieht fast so aus, oder? Ich meine, ich habe ja mal einen Teil für den DS angespielt und da gab es, meine ich, auch ein Viech, das so in der Richtung aussah. Ach je. Naja. Ist ja auch wurscht. Wird schon irgendwo herkommen. Ja, das hat mehrere Schwänze, oder? Hm. So. Chillig. Ja klar. Na also, geht doch. So gefällt mir das. Und ein Käsebrötchen. Alles klar. Und Geld. Ja gut, Geld brauchen wir eh nicht mehr. Gibt's hier ein oberes Ende von dieser Insel? Ich denke, weil das soll zu gewinnen. Hier ist eine Truhe, Mann, das finde ich doch echt gut. Ein Cowboy ist für den Kalas ein Accessoire. Erhöht wahrscheinlich irgendwie die Combo oder so, zumindest klingt's so, ne? Schauen wir uns mal an. Erhöht den Angriff bei Kombinationsangriffen. Ein verblasster Buchstabe lässt sich erkennen. S. Ja, hier muss man ja scheinbar gar nicht kämpfen. Kraftschub 3 für Xelia. 3? Macht er dann 100% oder was? Sehr schön. Es gibt also doch einen Dreier. Also, was heißt ein Dreier? Ein 100%er halt. Ja, die beiden Flammen sehen irgendwie anders aus. Also nicht nur, weil sie grün sind, sondern auch anders als die jeweils andere. Die eine kommt mir irgendwie dunkler vor. Kann mir aber auch nur so vorkommen. Ach, die Musik schon wieder. Yeah, die kuft. Ja, ich glaube, das sind die Djinns von Golden Sun, die es da gibt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel es da letztendlich gibt, aber... Ja, egal. Ich glaube, ich halte besser meine Klappe, bevor ich mich wieder blamier.
Ich lasse es jetzt einfach mal drauf ankommen, weil immerhin den 100er Bogen habe ich schon. Ich habe noch zwei Chancen, jetzt was Gutes zu ziehen, damit ich wenigstens zwei gute Karten habe. Dieses hier und nachher, wenn ich den 100er einsetze, nämlich. Ach, Scannon, verdammt. Ja gut, jetzt habe ich noch Chancen. Hä, wieso hat sich das jetzt gemischt? Was soll das? Das ist doch Betrug, Mann. Ich check's nicht. Irgendwie müsst's in letzter Zeit doch hier ständig. Das ist doch echt krank, Mann. Was soll das? Ich check's nicht. Ist das was vom Bogen, den ich ihr gegeben hab? Ich soll vielleicht lesen, was dran steht. Ich hab keine Ahnung. Ja, das wäre ja doof. Das wäre eigentlich sogar eine Negativeigenschaft, wenn man nicht planen kann. Oder? Oder bin ich jetzt vollkommen gaga? Naja, wird schon irgendwie werden. Okay, 622, ja, passt. Oh, Goldstaub? Die können Goldstaub droppen? Okay, hier kann man also Goldstaub farmen. Das ist echt krass. Und ich werde jetzt mal lesen, was der Bogen zu sagen hat. Ich will's wissen. Die Bauform erinnert stark an seinen Vorgänger. Wurde nach einer Magierin einer anderen Welt benannt, die der Arrow, den Geist des Pfeils, beherrschte. Da steht nichts dazu. Aha. Machen wir einfach mal ein paar Kämpfe gegen die Viecher hier und ich bin mal gespannt. Es ist dasselbe, okay. Na gut. Na gut. So. Bam. So gefällt mir das. Und mir fällt gerade was ein. Nach dem Kampf werde ich auf jeden Fall mal zwischenspeichern. Nicht, dass mir im Falle eines Falles irgendwas Blödes verloren geht, ne? Nicht, dass Windows hier irgendwelche Zicken macht oder so. Bei Microsoft traue ich in letzter Zeit eh nicht mehr. Den traue ich alles zu, aber nichts Gutes. Sagen wir es mal so. Ich meine, die haben in letzter Zeit zu oft bewiesen bei Skype und bei Windows 10, dass sie gerne mal Scheiße bauen. Deswegen, ja. Nicht Windows 7, Windows 10, meinte ich. Mit meinem Windows 7 hier habe ich noch bislang eigentlich kaum Probleme. Ja, nehmen wir mal das hier. Hä? Können die meine Karten durchmischen oder was? Und wieso? Ich habe schon wieder nur 4. Was ist, wenn ich jetzt hier draufklicke? Geht das? Dann kriege ich eine nach. Okay, sie wird einfach nur nicht angezeigt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da eingesetzt habe. Okay. Scheinbar auch so ein Ding hier. Okay, ja, dann passt's ja. Oh, den hätte ich vielleicht bleiben lassen sollen. Egal, der ist eh tot. Ja, spätestens durchs Gift. Oh, das ist doch Ding hier, Strahlentau, ne? Ja, sehr schön.
Die Roten, die haben wir schon mal bekämpft. Und die Grünen, doch die Blauen, die kennen wir noch nicht. Spiegel, ein Pfeil, ein Funxelia für Liuri erschaffener Pfeil. Nach Einsatz werden die Werte aller Essences von Liuri, welche einen Angriffs- und Verteidigungswert haben, vertauscht. Zur Berechnung des Schadens wird demnach ein Verteidigungswert und zur Steigerung des Angriffs der Angriffswert verwendet. Die Wirkung lässt sich durch erneuten Einsatz der Essenz wieder aufheben. Der Effekt tritt nur in Kraft, wenn diese Karte in der Angriffsrunde verwendet wurde. Ob die Werte derzeit vertauscht sind oder nicht, lässt sich am entsprechenden Pfeilsymbol im Kampfbildschirm erkennen. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Nehmen wir diesen Finisher hier raus, weil der ist ganz ehrlich. Da habe ich normale Karten, die mehr Schaden machen. Ach halt, ich wollte gegen den kämpfen, weil wir den Blauen noch nicht kennen. Mach mal. Doch mal. Keine Qual. Und wir können auch gleich scannen. Jawoll. Das ist doch schön. Dum dum. Ein Eisvieh, okay. Also am besten ordentlich Feuer reinhauen. Gleich haben wir wieder eine Stunde, Wahnsinn. Aber na gut, ist okay. Okay, 607 ist ein schöner Wert. Gefällt mir. So. Zack. Bam. Weg damit, genau. Den hier, den hier vielleicht noch. Och, ja klar. Ja, komm. Zack. Haha, bist vergiftet. Hehehe. Hä, habe ich die nicht rausgemacht? Ah ne, ich habe bei Liuri eine 45er raus. Glaube ich. Naja. Passt schon. Ja, das ist ja dann voll die üble Karte von Liuri. Weil die kann ja dann im Prinzip, da kannst du ja mit ihr dann voll auf Verteidigung spielen. Solange sie halt, ne, die Karte zieht, ne. Versteht sich. Aber wenn sie die Karte dann mal hatte, dann ist im Prinzip für den Angriff Verteidigungswert geil und für die Verteidigung Verteidigungswert geil. Ja, aber dann muss man wirklich aufs Herz der Karten vertrauen. Wenn man ein Deck auf eine Sache aufbaut und die nicht geht, dann hat man schon ein bisschen Arschkarte. Achso, ich bin dran, okay. Alles klar. Eis, Eis. Na, nee, Wasser hier nicht. Nehmen wir den hier. Zack. Alles erledigt. Sehr schön. Strahlentauf. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Was ist das für eine Blume? Kann ich die mit Karina mitnehmen? Ich wüsste das mal gern. Holen wir doch mal Karina raus, das ist doch mal krass.
Mal schauen. So. Nee, sie nimmt's nicht mit. Ja, dann kann ich aber auch wieder Liori nehmen. Ist mal ganz ehrlich, dann nehme ich lieber Liori mit. Ja, über Blätter ist okay. Dein Deck ist voll, dein Deck ist voll. Ja, zeig's mir zweimal an, ist okay. Habe verstanden. Okay, ein Wasserfall. Crisis Card für Liurin Accessoire. Das ist krass. Lass mich mal sehen, was kann's. Erhöht leicht den Schaden, den Liuri beim finalen Angriffen ausrichtet, abhängig vom Abschlusszug. Was habe ich gerade drin? Irgendein Orb, glaub, ne? Ach so, das hat das ersetzt. Was war das? Verdoppelt manchmal die Angriffskraft, verdoppelt die Verbesserung ihrer Schnelligkeit. Ja, nee. Nimm den hier. Hä? All diese merkwürdigen Statuen, dann der Name der Insel. Ich frage mich, ob dies tatsächlich der Orange-Tempel ist. Oder Ornage. Ornage, das klingt nach eher nach Schweinekram als nach einem Tempelnamen. Hey, ich habe den Namen nicht gefunden. Ornage-Tempel? Was hat es damit auf sich? Man sagt, vor langer Zeit, als Livinen gerade die ersten Angehörigen des Göttervolks erschaffen hatte, kam ein mächtiger Magier aus einer anderen Welt hierher. Aus einer anderen Welt? Du meinst, wie aus einer anderen Dimension? Ist denn sowas möglich? Keine Existenz, von der ich hier gehört habe, wäre dazu in der Lage. Nicht einmal Livinen, die Schöpferin unserer Welt, ist mächtig genug dafür. Es ist nur eine Geschichte, welche von einigen wenigen Angehörigen des Göttervolks erzählt wurde. Ihr Wahrheitsgehalt ist also in Frage zu stellen. Ah, okay. Wie geht die Geschichte weiter? Dieser Magier, auch Orangi genannt, soll sich hier eine Weile niedergelassen haben. Er war wohl auf der Suche nach etwas. Nur Levinen soll jemals Kontakt zu ihm gehabt haben. Als er das, was er suchte, nicht finden konnte, verließ er unsere Welt wieder. Und du meinst, weil auf der Insel das Schild Orangis Insel stand, könnte es sich hier tatsächlich um den Ort handeln, den er damals kurzzeitig bewohnt hat? Und selbst wenn, was hat es mit diesen Ornage-Tempeln auf sich? Nun, angeblich soll er als Zeichen seiner Dankbarkeit im Überlebenden, welche ihn hier verweilen ließ, ein Artefakt von nahezu grenzenloser Macht als Geschenk überlassen haben. Ein Gegenstand so mächtig, dass selbst die Göttin persönlich ihn nicht kontrollieren konnte. Deshalb soll sie einen Tempel um ihn herum errichtet und diesen mit magischen Fallen und Schutzzaubern belegt haben. Ein Artefakt mächtiger als die Göttin selbst? Ich halte das alles für Quatsch. Was? Selbst wenn ein solches Artefakt existieren sollte, wenn nicht mal die Göttin es unter Kontrolle hatte, könnten wir damit auch nichts anfangen. Trotzdem können wir uns ja mal ein wenig nach anderen Schätzen umsehen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, sag ich ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Meine Güte. Elfenjuwel. Ja, vollständig geheilt. Und zerbrochen. Schade aber auch. Was für eine wunderliche Statue. Diese Pflanzen halten sich gut, obwohl sie niemand hier gießt. Die Tür ist fest verschlossen. Das machte mich verdrossen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst da links über die Brücke kommen, das weiß ich doch. Dann gibt's da wahrscheinlich ein Schalter oder ein Loch. Was? Nee, hier gibt's nichts.
Da geht's von links also rein, okay. Hatten wir die roten schon mal? Ich glaube ja, oder? Das waren wahrscheinlich die ersten. Okay, bei ihm bin ich mir relativ sicher, ja. Doch. Jetzt bin ich mir doch relativ sicher. Da würde ich gerne scannen. Scanne es doch. Ich will es mal scannen, oh mein Gott, ich will es scannen jetzt sofort. Okay, vielleicht kriegt der Liuri einen Scan. Nee, ich habe gerade drüben einen bekommen. Sehr schön. Aber vielleicht kann ich es ja vergiften. Vielleicht ja das. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, diese Geister von Xelia haben schon ein bisschen was von den Chins. Ich glaube, die konnten man auch zum Angriff oder zum Interagieren mit der World Map nutzen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Also, ja. So abwegig ist es ja gar nicht. Ich hab nur Dreckmann, aber ich kann damit anfangen zu scannen. Und das hier bringt nichts, Mann. Das ist doof. Ich hau jetzt Finsternis herein, Mann. Ach, das ist gar nicht Finsternis, das ist Blitz. Upsi. Ich glaube, Finsternis sah nochmal anders aus, oder? Ach, egal. Wird schon passen. Putzig. Okay. Verteidigung. Okay, hier Verteidigung. Alles klar. Das wird doch gelacht. Oh Mann. Ach, ich hasse es, wenn die Karten nicht gescheit nachkommen. Was ist denn da gerade los? Der kriegt gerade mal 7. Alles klar. Ah. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Naja. Oh, ich wollte eigentlich absaven. Upsi. Nach dem Vieh. Erinnert mich bitte dran. So. Ich habe immer noch nicht diesen Pfeil da gefunden, der das austauscht. Boah, der... Der will es aber auch wissen, wie viel der verteidigt, Mann, ey. Das ist der Wahnsinn. Das Gift macht ihm auch kaum was. Das ist übel. Das ist übel. Vielleicht hätte ich es nicht angreifen sollen. Ah, naja, so haben wir wenigstens einen weiteren Scan. Es dauert jetzt halt nur ein bisschen, Leute. Tut mir leid. Wie viel macht sie so? Auch nur 107. Okay, ich glaube, das Ding hat einfach nur einen enormen Verteidigungswert. Also einen enormen. Ich glaube, den ATK plus 10 dran kann ich eigentlich mal rausnehmen. Hä?
War das Vieh hier jetzt ernsthaft tot oder habe ich da irgendwas verpasst? So, jetzt schnell. Speichern. Nehmen wir mal die 14 Mann und dann ist hier alles chillig. Dann bin ich mal recht safe. Ach, das ist ja auch so ein Vieh. Nee, wisst ihr was? Nee. Nee. Einfach nee. Zack. Ich mache jetzt einfach folgenden. Ich habe ja gerade gesaved. Das Vieh braucht ewig, das mache ich nicht mit. Oh nein, nein, nein. Das lasse ich mich nicht mehr. Da lasse ich mich nicht verarschen, nö, nö. Das muss ich mir nicht antun, nein, das lasse ich mit mir machen. Nein, das ist doch echt nicht mein Ding. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber gerne, dass... Ach! Eine grasversteckte Treppe. Cool. Reine Energie für Carlas, die hab ich doch schon zuhauf. Das ist doch echt kein Ding. Wo finde ich die denn mal nicht? Die gibt es echt recht oft. Fünf magische Lupen. Werde ich dann jetzt bestimmt brauchen. Kleinen Schlüssel. Eröffnet eines der magischen Schlösser in diesem Tempel. Also, ich weiß ja nicht. Entweder brauche ich jetzt eine magische Lupe, wenn wir jetzt schon welche bekommen haben. Oder... einen von diesen Geistern. Von Xelia. Was natürlich auch möglich wäre. Wie viel Apfelwein habe ich denn? Apfelwein. 4. Probieren wir es einfach mal aus. Nö. Mist. Unheimliche Tierköpfe. Ich check's nicht. Ja gut, vielleicht können wir jetzt durch diese Tür gehen und dann können wir da irgendwas machen, dass wir hier weiterkommen und... Och. Probieren wir es aus, Mann. Das ist doch kein Fehler. Die Musik ist echt chillig. Die finde ich echt cool. Die mag ich. Die mag ich. So, Schlüssel, zack. Wozu dieser Altar wohl benötigt wird? Ein merkwürdiges Podest sieht aus, als ob man was drauf platzieren könnte. Ja, das haben Podeste so an sich. Die Tür war fest verschlossen. Ja, ja, okay. Geh halt mal hier rüber. Ich kann hier auch wieder nichts machen. Hä? What the fuck? Ja gut, da geht's hier noch hoch. Die Tür ist fest verschlossen. Vielleicht hat dieser Kabelmechanismus damit etwas zu tun. Ach so, da kann man auch drüber stolpern, okay. Oh. Ah. Kleinschlüssel, eröffnet eines der magischen Schlösser. Gibt's hier unten irgendwas Chilliges? Da geht's nur wieder rauf. Oh, ein Spiegel. Und ein cooles Bild. Was ist das? Sei vorsichtig, Carlas. So gut wie der Spiegel versteckt ist, hat es bestimmt etwas damit auf sich. Das ist kein Spiegel, zumindest sehe ich mein Spiegel, nicht mein Spiegelbild, sondern nur einen ziemlich großen Drachen. Ach du grüne Neune, was soll das denn jetzt? Carlas, pass auf! Oha! Da-da-ba-ba-ba.
Was haben wir denn hier jetzt? Schon mal vergiftet, sehr schön. Im ersten Zug vergiften ist gut. Ach, 3900. Okay. Das muss sich natürlich zeigen, wie hoch die Verteidigung ist. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Remix von einem Kirby-Lied, oder? Das kennt man, ja, das ist chillig. Wer macht diesen Song denn nicht, Mann? Der ist doch echt klasse, den muss man feiern. Ouch, das hat echt mal wehgetan, das finde ich doch nicht nett. Dann greifen wir halt an und machen das wie platt, Mann, das... Was ist das überhaupt für ein komischer Drache? Voller Punker-Drache. Mann, es ist warm, ey. Ich muss einfach zwischendrin was trinken, sorry. Und dann machen wir im nächsten Zug mal doppelten Angriff, das finde ich geil. Warte mal, unendlich Angriff, wenn das im... Wenn ich diese Dinge vertausche, ne? Und dann angreife mit der Karte, die unendlich Angriff hat. Heißt es dann etwa, dass ich das instant töte? Oder verstehe ich da was falsch? Weil mein unendlich Angriff müsste dann heißen, ja, hey, egal wie viel Leben du noch hast, du bist tot. Rein logisch gesehen. Wieso habe ich jetzt ein Verteidigungsding genommen? Ach, ich quatsch zu viel. Aber vielleicht werde ich dieses große Finale dann doch noch splitten. Aber ich werde es auf jeden Fall als ein Ding mal aufnehmen und dann schaue ich mal, wie lang das geworden ist. Tot. Strahlentau und Galt. Sehr schön. Wo kam dieses Ding denn so plötzlich her? Hä? Ach, ich komm nicht mehr mit. Ich denke, wir haben es gefunden. Was gefunden? Den Gegenstand, den Orangi damals Levinen überlassen hat. Das überaus mächtige Artefakt war dieser Spiegel? Ja. Es ergibt all seinen Sinn. Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Gegenstand um einen Spiegel gehandelt haben, der nicht dein Äußeres, sondern dein Inneres spiegelt. Das Innere? Kalas hat also einen Drachen im Inneren? Nicht wörtlich. Ich denke, dass der Drache große Kraft und Mut ausdrückt. Kein Wunder, dass das Biest so stark war. Ich bin ganz schön toll, ne? Allerdings und nicht besonders helle, wie Drachen ebenso sind. Wir sollten in jedem Fall vorsichtig sein. Dieser Spiegel ist äußerst gefährlich. Er wurde nicht umsonst von Levinen hier mit so vielen magischen Fallen geschützt. Ich frage mich, wo mein Inneres, wie mein Inneres wohl aussehen würde. Hey, hört ihr mir überhaupt zu? Schon gut, wir werden das schon hinkriegen. Hm.
Du hast die Energiekanone gefunden. Halte die Enter-Taste gedrückt, um eine kleine Energiekugel zu verschießen. Sie funktioniert nur mit Orangis Magie und kann deshalb nur innerhalb von Orangen-Tempels verwendet werden. Bam. Das ist wohl das, was wir unten finden sollten. Nicht nur den Schlüssel, sondern hauptsächlich das hier. Ich habe so das Gefühl, dass uns das weiterhelfen wird. Ja, der Schlüssel, der bringt uns eh nur zurück, aber jetzt... Bam! Ich sagte... Wieso nicht Bam? Hä? Nö. Nee? Hä? Was zum... Ja, was bringt mir das jetzt? Ach so, vielleicht... Ne, da war doch ein Schalter auf der anderen Seite. Jawohl. Alles klar, ich hab's verstanden. Alles gecheckt. Und noch einen Spiegel. Hä? Nee. Was für ein merkwürdiger Spiegel, wofür er wohl benötigt wird? Alles klar, habe ich gecheckt. Für dieser Altar wohl schon wieder dienen soll, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich würde mal den Spiegel umdrehen wollen. Und dann hier, kabams, einmal. Jetzt müssten wir nämlich um die Ecke schießen können. Weil das Ding vermutlich auch die Energie hier reflektiert. Kabams. Bücher, sie sind in einer seltsamen Sprache verpasst. Merkwürdige Utensilien sind hier untergebracht. Eine Feder. Was für ein... und ein vertrockneter Stock. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja. Und hier haben wir einen kleinen Schlüssel. Und noch ein Spiegel. Okay, wer will diesmal? Das ist dieser Spiegel schon wieder. Nicht reinschauen, Carlos. Ich habe keine Lust, schon wieder gegen einen Drachen kämpfen zu müssen. Da winkt jemand. Nein, Xelia, nicht. Zurück? Oh. Cooles Sprite. Kann man schon angucken, ne? Was? Nee, hauen wir mal drauf. Cooler Stab hat sie auch. Warte mal, sehe ich da eine Sonne mit einem Mond drin? Moonlight Sun? Sieht zumindest aus wie bei dem Stab, ne? Also falls das geplant ist, ein nettes Detail, das vielleicht nicht jedem auffällt. Wieso habe ich jetzt Xelia? Ach, ist das automatisch, weil sie ja da reingeschaut hat, Mann. Das könnte doch sein, denke ich mal. Oh je. Mach mal Angriffskraft runter und schauen mal, dass wir hier dann mal was hier wegbekommen. Wie wär's denn dann mal damit? Wenn ich den Hund auch da bekomme, dann kann ich Doppelzug machen und den Dinger hier, ne?
Oh, oha. Bams, nice. Ja, gut, Xelia kann ich verteidigen. Vergiftet, sehr schön. Sie hat keinen besonderen Typ, oder? Ja, nee, da fehlt sogar noch eine vierte Zahl und dann müsste hier in etwa, müsste ja dann erst das Ding sein, die Anzeige. Sworn enemies, you shall be defeated. Ach komm, ich riskiere es. Ich hab gar nichts anderes, ne? Also hau rein. Wird schon klappen. Jawohl. There you go. Come, O trees, shade of the earth. Ah, ich bin mit... Hä? Wieso? Kann nur zusammen mit Liuri gestartet werden. Ja, das ist natürlich auch super, wenn es dir dann automatisch das Team zerhasselt. Ich bin jetzt von Verteidigung ausgegangen. Hä? Achso, dieses Zug 2 war nicht den Schaden verdoppelt, sondern ich darf doppelt angreifen. Und es gibt quasi einen Zug von ihr. Ach so. Das hab ich dann auch mal gecheckt. Und das hier, das ist ein Abschluss zu... Na gut, dann nehmen wir das da und dann hauen wir mal rein. Ja, sie hat keinen Typ. Okay. Der Gift erledigt den Rest, oder? Ja, sie kann eh nicht verteidigen. Schön. Da, Strahlentau. So, was sagen Sie jetzt wohl zu Xelias Inneren? Tut mir leid, ich habe mich reinlegen lassen. Xelias Inneres entspricht also einem Engel? Einem Schutzengel, um genau zu sein. Sehr zögerlich und äußerst schwache Angriffskraft. Wohl eher unheimlich lieb und gutmütig. Ihr Heilzauber hat auch uns geheilt. Welches Monster heilt schon seine Feinde? Hört auf, über mein Inneres zu reden. Das ist mir peinlich. Ich frage mich, wohin der Spiegel nun verschwunden sein mag. Mir wär's lieber, wenn wir nicht nochmal finden. Das Ding ist mir unheimlich. Ach doch. Das finde ich jetzt nämlich interessant, ja? Du hast die Wasserschuhe erhalten. Sie nutzen Orangis Mask, um die Oberflächenspannung des Wassers zu beeinflussen und lassen den Träger so übers Wasser gehen. Sie funktionieren nur im Ornagentempel, bla. Blablabla. Verstehst schon, ne? So. Alles klar. Dann können wir einfach jetzt einen auf Jesus machen. Ja, da brauche ich bestimmt dann auch noch so ein Ding. Wenn ich hier verschiedene Skills bekomme, dann brauche ich da bestimmt auch noch einen, ne? Oder kann ich den abknallen? Nö. Nö, kann ich nicht. Cool gemacht, ey. Hut ab. Oh, upsi.
Wird es jetzt Eis? Dachte ich mir. Per Knopfdruck wird es hier plötzlich Winter? Ha ja, muss dann. Und da kann ich wieder runterrutschen. Ja, wenn ich gefällt habe, rutsche ich da wieder runter. Alles klar. Ah, das bringt mir so nichts. Ich meine, ich kann ja eh über Wasser laufen. Ah, aber ich komme hier nicht durch, ne? Das heißt, ich komme hier hoch. Aha, ich muss mir jetzt also einen Weg bilden. Schönes Rätsel, sehr schönes Rätsel. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Liegt das hier richtig? Ja. Und dann kann ich im Prinzip... Nee, das liegt hier nicht richtig. Okay, ich verstehe schon. Der hier... Hier muss der hin und den machen wir mal dahin. Und dann ist der Stein hier sogar eigentlich egal, oder? Jetzt rutsche ich zur Wand und dann werde ich hier aufgehalten und komm hier rein. Das ist doch echt chillig. Und hier wieder das gleiche, ne? Wobei, nee. Nicht ganz. Das ist ja... Weil hier komme ich nämlich nicht hoch. Ach so. Weil ich kann nach links. Alles klar. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Ja, logisch kann ich. Hallo? I'm not thinking with Energieschock. Schande über mich. Schande über mich. Und dann kann man nämlich auch wieder runterfallen. So. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier hingehen. Den hier hinknallen und dann... Ah ne, hier komme ich ja gar nicht raus. Wobei, doch, das passt schon. In etwa. Ich muss jetzt erst den hier hochknallen. Und dann machen wir zum Beispiel sowas hier. Dann knall ich hier unten gegen den Stein und dann hier rechts gegen den Stein und dann ist chillig. Flop. Bam, bam, zack. Und schon wieder. 3 von 4. Okay, diesmal schaut niemand in den Spiegel, in Ordnung. Hä? Seht mal, gehen wir einfach dort weiter und ignorieren den Spiegel. Ja, am besten machen wir dabei unsere Augen zu, damit niemand versehentlich dort hineinzieht. Was um alles in der Welt geht hier vor? Habt ihr diesen Vogel gesehen? Er ist einfach in den Spiegel geflogen. Der Spiegel, Moment mal. Ach, verdammt. Ah, cool. Cool. Das heißt, als letztes Carina. Das heißt, auf Carina kann ich mich dann vorbereiten. Hahaha. Da weiß ich nämlich dann, dass ich Carina ins Team bekomme. Nicht mit mir, Spiel. Nicht mit mir. Ich habe dich durchschaut. Du bist ein ganz schön bunter Vogel, Juri. Okay. Ein ganz schön bunter Regenbogenvogel. Mit unterschiedlichen Verläufen. Hier geht das so schräg und hier geht er von oben nach unten und ja.
Wobei, es könnte auch einfach radial, war es, glaube ich, von der Mitte hier aus sein. Ja, das wird sein. Und wir können immer noch nicht scannen, das ist schade, das ist doch doof, Mann, ich hätte gerne Info. Oh, ich kann jetzt hier tauschen, Mann. Oh. Da können wir jetzt mal scannen, Mann. Ich scanne das Viech gerne, yeah. Dann hab ich mal einen Blick, schau mal, was abgeht, ja. Ich glaube, das killt ab nächsten Zug, ne? Deswegen probiere ich in dem Zug mal noch den hier aus und den hier. Ah, ne. Das killt schon in dem. Okay. Aber ich habe trotzdem 281 gemacht. Das ist sehr schön. Das heißt, wenn ich nachher mit dem angreife, dürfte das Viech so oder so tot sein. Sehe ich das richtig? Ah, wir werden es erfahren, Leute. Wir werden es erfahren. Ich werde es sogar drauf ankommen lassen, bei Kalas. Ich werde es sogar drauf ankommen lassen. So ein bisschen. Also ein bisschen Schaden kann man ja drücken. Und dann tschüssi. Keine 15, ja, ist okay. 767, okay, jetzt greife ich damit an, hiermit und hiermit. Und hier sieht man also, ja, ist getauscht. 221? Fuck Logic. Alles klar. Eigentlich hätte es jetzt ein Instant-Kill sein müssen. Rein von der Logik her. Aber egal, wäre auch sonst zu overpowered, ne? Here goes. How about this? Ja, ich muss gleich mal pausieren. So. Und weiter geht's. Käsebrot gefunden und galt und schön. Okay. Ja, bei so einer langen Aufnahme kann es natürlich schon zu Störungen kommen. Tut mir leid, ich habe mich reinlegen lassen. Ist schon in Ordnung. Wir sind ja gut mit den Monster fertig geworden. Außerdem wissen wir nun, dass dein Inneres einem Vogel entspricht. Freiheitsliebend und abenteuerlustig. Das passt. Ich meine, so allein in der Höhle lebend und so, ne? Er ist schon wieder verschwunden. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wenn dieser Spiegel der Gegenstand ist, der so mächtig war, dass Levenin ihn hier versteckt hat, weil sie ihn nicht unter der Kontrolle hatte, wieso werden wir dann immer wieder mit ihm fertig? Ich meine, wir sind sicherlich sehr stark und kampferprobt, aber ich würde meine Kraft nicht auf die gleiche Stufe einer Göttin stellen, geschweige denn höher. Vermutlich aus dem gleichen Grund, weshalb auch ich nicht in den Spiegel schauen möchte. Kann es sein, dass sie einfach Angst hatte? Angst? Ja, ich denke, als Göttin wäre sie durchaus dazu in der Lage gewesen, diesen Spiegel unter Kontrolle zu halten. Doch sie hatte Angst davor, hineinzuschauen. Sie wollte es nicht sehen, ihr Inneres. Und deshalb hat sie ihn auf diese Insel versteckt und mit magischen Pfeilen abgeschottet? Vermutlich werden wir den Hintergrund nie erfahren, doch es wäre zumindest eine logische Erklärung für ihr Handeln. Du hast das Augenmedaillon erhalten. Er lässt unsichtbare Dinge sichtbar werden. Untersuche verschiedene Gegenstände damit und versuche es irgendwo einzusetzen. Es funktioniert nur mit Orange und bla. Funktioniert natürlich wieder nur hier.
Das werden wir sicher irgendwo brauchen. Hier steht Fantasy. Was? Fantasy. Ein Fantasy-Comic. Moonlight Sun Teil 1. Es sind einige Bilder abgebildet, die einen Jungen namens Courage zeigen, der mithilfe einer Magierin namens Dacorn eine Schattenquelle besiegt. Okay, na dann. Ein Fantasy-Buch. Die Siedlerwelt. Der Orden Fort. Was? Der Orden fortschrieb. Robin, sein Haustier Jackie und die beiden Amazonen Mira und Lara erreichten ohne weitere Zwischenfälle die Ebene hinter dem kargen Steinfelderland. Die Sonne ging bereits unter, weshalb Miras Vorschlag, ein Lager aufzuschlagen und etwas Feuer zu machen, gerne angenommen wurde. Robin erklärte sich bereit, zusammen mit Jackie Feuerholz zusammenzusuchen. Ein Entschluss, den er schnell bereute, da Jackie als Hund nicht wirklich etwas tragen konnte. Auf die Frage, warum er dann mitgekommen sei, knurrte dieser nur, er habe gehofft, ein paar Kaninchen oder Rehe jagen gehen zu können. Als sie zu Mira und Lara zurückkehrten, hatten diese bereits die Zelte aufgeschlagen. Ungeduldig nahm Mira Robin das Feuerholz ab und er staunte nicht schlecht, dass diese zierliche Person eine solche Last so einfach tragen konnte. Doch er wagte es nicht, sie darauf anzusprechen. Mira war nach wie vor sehr launisch. »Was wollt ihr essen?« Lara fühlte sich voll in ihrem Element. Sie konnte mit Topf und Pfanne nahezu genauso gut umgehen wie mit dem Speer in einem Kampf auf Leben und Tod. Fisch. Jackie war wie immer Erste. Lara überlegte kurz und schaute dann in ihren winzigen Rucksack. Der Platz für ihre, was für unnatürlich viele Gegenstände zu bieten schien. Schließlich zog sie triumphierend eine große Lachsforelle heraus. Das Glücksgefühl währte jedoch nur kurz, denn Jackie schnellte hervor und verschlang den rohen Fisch mit einem Bissen. Hey, das sollte für uns alle reichen. Lara schaute ihn schmollend an, doch er schleckte sich nur kurz über die Schnauze, rollte dann zusammen und schlief ein. Robin und Mira blickten sich betretend an. Auch sie hatten wahnsinnig Hunger. Schnell griff Lara erneut in ihren Wunderrucksack und zog zwinkernd drei weitere Forellen raus. Die erste habe ich mit ein wenig Schlafmittel gefüllt, flüsterte sie verschwörerisch. Ich wusste, dass Jackie sich wieder nicht beherrschen können würde. Geschickt spießte sie den Fisch auf einen Stock und hielt ihn übers Feuer. Dabei fiel ihr das Flammenmedaillon ein, das sie was aus der Tasche und landete direkt im Feuer. Plötzlich fing es laut an zu zischen und die Flammen stiegen bis zum Himmel hinauf. Lara schrie erschrocken auf, hauptsächlich weil ihr Fisch am Verbrennen war, wie sie später behauptete. Robin schnappte sich den schlafenden Jackie und sie zogen sich alle ein Stück von der Flammensäule zurück. Diese begann langsam die Form eines riesigen Tores anzunehmen. Hier enden die Aufschriebe. Oh. Die Namen der Charaktere. Mira, Levenin, kann das ein Zufall sein? Hier steht ein Fantasy-Buch. Die Siedlerwelt, die Suche nach Magie, fortschrieb. Die grüne Burg war bereits am Horizont zu erkennen. Laut Miras schlauen Büchern sollte hier das Artefakt der Macht in einem Verlies sicher vor Dieben verwahrt werden. Rechts von ihnen verlief die Grenze des Steinfelderlands. Wisst ihr noch, Robin begann in Erinnerung zu schwelgen. Damals, vor 3 Jahren, als ich das erste Mal mit Jacket und David herkam. Wie uns diese elenden Steinschlangen aufgemischt haben. Marco schaute ihn fragend an, auch Levenin wusste nicht, worum es ging. Sie waren damals noch nicht dabei gewesen, weshalb nur Mira und Nara nickend zustimmten. Es ist ein Glück, dass wir damals alle vom Schutzzauber des Ordens meiner Mutter gesegnet wurden, ohne es zu wissen. Auch Mira erinnerte sich. So ist es nur in seine ursprüngliche Welt zurückgekehrt und nicht tatsächlich gestorben. Ist er nur in seine ursprüngliche Welt zurückgekehrt und nicht tatsächlich gestorben. Levenin zuckte mit den Schultern. Sie war sichtlich desinteressiert. Gegen späten Nachmittag erreichte die Gruppe die grüne Burg. Es war äußerst still. Seid vorsichtig, flüsterte Lara. Seht ihr das? Es sind keine Wachen positioniert. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wie um ihre Worte zu unterstreichen, brach plötzlich die Hölle los. Hier enden die Aufschriebe. Okay, es ist wieder dasselbe. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. Ich drück die 0 auf dem Namenblock. Weil die nämlich wie Escape gilt und näher an den Pfeiltasten liegt. Hier steht ein Fantasy-Comic. Moonlight Sun Teil 2. Die Bilder zeigen Blabier 2 magische Amulette verein. Ja, ich hatte nie Französisch, deswegen kann ich mich beim Aussprechen des Namens nur blamieren. Er scheint, als würde er damit einen bösen Geist freisetzen. Okay. Ich muss echt ausdrücken rum, das ist doch echt ätzend, Mann.
Die Straße des Sternenlichts wird für das ungeübte Auge dort sichtbar werden, wo die Hände der Wächter sich berühren. Die Siedlerwelt. Lara, schmiede bitte ein Sichelschwert und ein Glutschild für Markus. Er ist das erste Mal in unserer Welt. Dann gibt Levinen Bescheid. Wir brechen auf. Ihre Stimme war durch das Fenster ihres Hauses über den ganzen Marktplatz zu hören. Schnell war sie wieder in ihre Bücher vertieft. Wir benötigen also den magischen Rubin, das Artefakt der Macht, die Bande der Kette und das Goldgestell, um unsere Magie jederzeit anwenden zu können, fragte Robin. Ja, das habe ich doch schon mal erklärt. Mensch, Mira blickte sie finster an. Sie wiederholte das Ganze nur ungern. Unsere orangenen Bälle setzen nur kurzzeitig die uns gegebene Magie frei. Setzen wir allerdings dieses uralte Artefakt wieder zusammen, wird es dauerhaft mal Energie produzieren und uns unbesiegbar machen. Robin wusste zwar nicht, wofür das gut sein sollte, jedoch ging er auch nicht weiter darauf ein. Er und Marcus waren Myras Amazonen standen immerhin noch einen großen Gefallen schuldig. In diesem Moment betrat auch schon Lara das Haus. In der Hand hielt sie das Sichelschwert und ein Glutschild. Mira klappte ihr Buch zu und legte es zur Seite. Gut, wir sind gerüstet. Wo bleibt denn Levinen schon wieder? Sie hatte ihren Satz kaum beendet, als diese zusammen mit Markus das Haus betrat. Gut, dann sind wir alle beisammen. Ich nehme zur Sicherheit noch einen orangenen Zauberball mit. Man weiß ja nie. Los geht's. Hier enden die Aufschriebe. Die Namen der Charaktere, kann das ein Zufall sein? Hier steht, ach Gottchen, die Siedlerwelt der Orden. Die Riesensteinschlange machte kurz einen Prozess mit David. Sie flog sein Geist von einer roten Wolke umhüllt zurück in die normale Welt. Robin, Lara und Mira schauten erstarrt in den Himmel. Jackie, Robins und Davids West Highland Terrier unterbrach die Stille mit einem lauten Knurren. Schnell weg hier, bevor die Steinschlange wieder zurückkommt. Lara zuckte zusammen. Was? Jackies Unmut war deutlich in seiner tiefen Stimme zu hören. Tut mir leid, auch in unserer Welt sind sprechende Hunde alles andere als gewöhnlich. Lara schaute leicht verlegen zu Boden, doch Jackie kümmerte sich nicht weiter um sie. Mit einem knurrenden Gewöhn dich dran, trieb er die Gruppe zum Weitergehen an. Und den habe ich in meinem Bett schlafen lassen, murmelte Robin. Durch den Überraschungsangriff der Steinschlange durchquerten sie nun äußerst vorsichtig das Steinfeld der Land und erreichten so ohne weitere Zwischenfälle sein Ende, wo es in eine weite Ebene überging. Hier enden die Aufschriebe. Ach Gott, die sind immer so lang. Ein Inhaltsverzeichnis zu einem Bericht, der in einem geheimen Forschungskeller liegen soll. Scheint uninteressant zu sein. Ach, danke. Die Straße des Sternlichts wird für das dort, wo sich die Wächter berühren. Okay. Dum, ba-dum. Ba-da-da-ba-ba-da-dum, da-dum. Kleinen Schlüssel gefunden. Yeah. Dum, ba-dum, 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 ba-dum. Das Augenmedaillon reagiert auf diesen Spiegel. Sollen wir es einsetzen? Natürlich. Es ist das wahrscheinlich sowas wie ein Teleport. Nein, wir sind noch nicht fertig. Oh. Upsi. Och nö. Och Gottchen. Och nein. Oh Manno. Das hätten wir jetzt aber echt besser lösen können. Ich meine, selbst wenn es mehrere Lösungen gibt, dann hätte man das so machen können, dass wenigstens eine davon erhalten bleibt, wenn man hier einmal durch ist. Also das Teleportereignis manuell basteln und nicht einfach das Rechtsklick neues Teleportereignis nutzen. Weil dann wäre das Ganze weniger nervig, falls man da so wie ich einfach runterfällt. Gut, wie viele machen das schon, aber ne? Falls es mal Stellen geben sollte, wo es unter Umständen häufiger mal passieren könnte, wäre das durchaus sinnvoll. Ja, das darf ich jetzt auch nochmal neu machen. Halt, ich Idiot. Das muss ja erstmal eisig bleiben.
Damit ich jetzt hier rüber kann, einmal weiter und flupp. So. So. Zack, zack, zack. Ja, nimm's wieder mit. Ah, da komme ich auch nicht so rüber. Hä? Warte mal, Jump? Nee, ich glaube nicht, dass ich hier mit Jump reagieren soll. Nimm es mal wieder mit. Ich glaube eher, dass wir zuerst was anderes machen sollen. Warte mal, aber ich könnte doch dann wirklich einfach runterspringen. Eigentlich, ne? Wir haben ja noch diesen anderen lustigen Spiegel, nämlich. Ach so, aber ich komme hier ja nicht zurück. Och nö. Jetzt darf ich das ja wieder lösen. Aber wie soll man denn dann da weiterkommen? Ja, das ist das, was ich so ein bisschen doof an dem Apfelwein-Ding finde. Aber das kann nicht sein, das kann hier dann nicht verlangt werden, behaupte ich mal. Weil, das wäre ziemlich bescheuert. Wenn du keinen mehr dabei hast, dann könntest du ja nicht hier durchkommen, ne? Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also es kann nicht mit Jump sein. Und falls doch, dann kann man hier unter Umständen den Tempel nicht abschließen und auch nicht mehr rauskommen und hat hier einfach einen Gamebreaker. Ach, ich Idiot, es muss doch erst... Hier muss es erst vereist bleiben. Mann, wann werde ich es endlich checken? Hä? Oh, ich dachte schon, ich hätte mich geglitscht, aber nee, der muss ja Hä? Ich hab's tatsächlich geglitscht. Ich kann jetzt einfach rüberlaufen. Dadurch, dass ich von hier aus... Okay, ich habe einen ziemlich witzigen Bug entdeckt. Und frage mich, ob ich eventuell der Erste bin, der das entdeckt hat. Dass man das so glitschen kann. Weil geplant ist das so definitiv nicht. Einsetzen, natürlich. Moment mal, wir sollten es mitnehmen. Nein, wir sind noch nicht fertig. Vielleicht jetzt zusätzlich eine magische Lupe. Ja, nimm es mal mit. Hinter dem Bild steht eine Widmung, VC. Hä? Ja, setz mal ein. Ja, ich glaube, ich schaue da am besten mal schnell in eine Lösung. Habe ich die nicht sogar noch offen? Ja. Williamswald, Quelle, Ethel, das wollen wir alles nicht. Orangen und Grün, Orange Insel abgeschlossen. Okay, das ist egal, aber Orange Insel.
Mögliche Enden. Anhänge. Nicht, Moment mal. Steuerung F. So, mal schauen. Teil 2, Watui-Tempel, Telco-Burg, Xeas-Befreiung, ne, 4 Maps, Anbelichtung, Orenchis geheime Insel, 53. Aha. Aha. Regenbogenvögel, ja. Im nächsten Raum die Treppe hinauf, im Westen die letzte Rutsche hinten runter. Ach, das soll ein Rutschen sein, okay. Dann nach Westen. Das Spiegel, das Auge einsetzen. Und den Schalter mit der Maus betätigen, wie im kommenden Raum. Was? Ach! Okay. Ach, jetzt habe ich hier... Alles klar. Ja, sowas habe ich schon mal in den Kommentaren auch gelesen von Orange. Nehmen wir es wieder mit. Da gab es ja auch mal diese lustige Federstatue, wo ich mich gefragt habe, was bringt mir das? Und damit hätten wir wohl die Truhen irgendwie verschieben können. Und ja, ne? Natürlich einsetzen, so. Und die kann ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie... Hä? Nimm es mit. Ja, nimm es mit. Irgendwie bringt es ja nichts, ne? Ja, das bringt mir nichts. Ja, nimm's mit. Die Tür war fest verschlossen. Ja, setz mal ein. Packt es hier oder was? Moment mal. Dort die Steine in die Löcher werfen, jedoch in bestimmter Reihenfolge. 2, 3, 4, 4, 1, 2. Nummer der Löcher, danach fällt der Schlüssel herab. Auge ein. Woher soll ich die 2, 3, 4, 4, 2, 4, 1, 2 wissen? 2, 3, 4, 4, 1, 2. Moment mal. Item. Ach so, ich kann hier ja nicht. Oh, ich hoffe, ich verbug jetzt nichts. Oh Gott. Ja, damit sieht man's. Nimm's mit. Knall's rein. Alles klar. So, nimm's wieder mit. Alles klar, verstehe. Aber ich wäre mal wieder nicht selber auf die Lupe gekommen. Ach, es öffnet einer. Ja, ist okay. Ist okay.
Oh, der letzte Spiegel. Ich habe mich nicht vorbereitet. Egal. Alles klar, Leute. Dicht zusammenbleiben, Augen schließen und dort links weitergehen. Und alles, was uns dabei an Vögeln oder anderen merkwürdigen Dingen entgegenkommen sollte, wird schlichtweg ignoriert. Ich finde, du solltest in den Spiegel schauen. Was? Bist du völlig verrückt geworden? Yuri hat recht. Immer wenn wir so ein Spiegelmonster besiegt haben, ist ein Ornages-Artefakt erschienen. Was, wenn es hier wieder so wäre? Wenn wir es verpassen, weil wir uns an dem Spiegel vorbeischleichen, können wir vielleicht den Tempel nicht auf weiter erkunden, ne? Außerdem möchte ich wissen, wie dein Inneres aussieht. Hey, diese Monster waren wirklich gefährlich. Du nimmst das alles viel zu leicht. Was, wenn wir das diesmal nicht damit fertig werden? Ach, zieh dich nicht so. Schups. Und was siehst du in dem Spiegel? Na los, sag schon, sag schon. Nichts, ihr Pfeifen. Nur mein eigenes Spiegelbild. Scheint, als wärt ihr anfällig gegen diesen Spiegel und ich nicht. Hilfe, rettet mich! Was um alles in der Welt? Der Spiegel verhält sich ziemlich merkwürdig. Die Truhe ist einfach so erschienen? Was geht hier vor? Kommt schon, Leute, lasst uns von hier verschwinden. Dieses blöde Dingst macht mir Angst. Du hast das Artefakt der Macht gefunden, angeblich aus einer anderen Welt stammt. Wurde dieses Ornage-Artefakt einst von Orenji in diese Welt gebracht. Es pausiert vor Magie und kann diese sicher durch die dafür vorgesehene Leitung weitergeben. In geeigneten Vorrichtungen kann es auch außerhalb dieses Tempels verwendet werden. Okay. Interessant. Ja. Entweder ist es Glück. Oder man kann nichts falsch machen. Oder man braucht mal wieder so eine bescheuerte Lupe. Ich meine, wir haben vorher 5 bekommen, aber ich glaube, man kann einfach nichts falsch machen. Ja, man hätte nichts falsch machen können. Der Stein der Macht kann hier platziert werden. Ob das so eine gute Idee wäre? Natürlich. Ein merkwürdiges Podest. Ja. Die Tür ist fest verschlossen. Kann ich den hier rausnehmen? Ja, nimm mal mit. Ah, der bleibt dann offen. Okay, die Tür bleibt jetzt offen. Alles klar. Ja, nimm wieder. Ah, hier muss er jetzt bleiben. Ja, klar. Alles klar. Da-dam. Natürlich, setz es ein. Ist okay, setz es ein. Gecheckt. Hä? Ich hab's verbuggt. Nein! Ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich bin hier gefangen. Ich kann hier jetzt zwar... Ich kann nicht mal mehr den Spiegel drehen. Ja, geil. So, und ich will mal noch was ranhängen. Ja, die Energiekanone, bla 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 bla. Und zwar kann man diese Bilder hier auch noch angucken. Eine Widmung SG. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber gut, es wird mir vielleicht noch gesagt werden. Also es klingt so, als würden diese Bilder nämlich irgendwo herstammen. Und SG sind dann wohl irgendwie die Initialen von einem Charakter oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen.
ob ich da noch etwas zu erfahren werde. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, und hier bin ich jetzt gespannt, ob ich es wieder so gebackt bekomme wie gerade eben. Da habe ich nämlich irgendwie, ich glaube, mit der Pause-Taste das Zeug weggedrückt. Weil ich muss es jetzt nicht wieder vorlesen, ich kenne es ja im Prinzip schon. Und vorher hatte ich dann nämlich irgendwie das Pause-Menü hier drin. Aber scheinbar habe ich das diesmal nicht. Okay, ich habe aber auch gerade nach dem letzten Boss dann noch offscreen gespeichert. Und den Boss müsst ihr jetzt nicht nochmal sehen, weil ihr kennt den ja schon, ne? Also pausiere ich hier wieder für euch ein bisschen, ne? Bis gleich. Also entweder hatte ich vorher extrem Glück oder ich habe jetzt extrem Pech, aber die heilt sich irgendwie gerade ständig extrem rauf, diese scheiß Drecksvieh. Ich krieg die nicht runtergehauen. Ich krieg die ums Verrecken nicht runtergehauen. Die war doch vorher mal überhaupt gar kein Problem. Doch was macht die jetzt, diese blöde Kuh? Das ist doch da. Nein. Ein Megatrack ist das, hey. Ich hau sie runter, sie hält sich wieder rauf. Das ist doch echt uncool, Mann. Das ist doch echt Milch, Mann. 70, Kraftschub habe ich nicht. Ja, Abschlusszug habe ich gerade auch nicht. Bla. Bam, bam, badam. Bam, badam, bam. Das ist gut. Dann kann ich nämlich ihren nächsten Zug skippen, wenn die sich schon wieder so blöd heilt. Ich glaube, darauf ist das Spiel hier auch aus. Dass man nach Möglichkeit möglichst viele Züge von ihr skippen soll mit Xelia. Und deswegen kriegt man sie wahrscheinlich auch. Ich glaube, da gab es sogar zwei Dingens, die das im Kampf machen können. Leg das mal weg, das brauche ich nicht. Ja, es macht das Gift sogar gar nichts mehr bei ihr. What the fuck? Was soll das denn werden? Das ist doch unfair. What the fuck? Jetzt hätte ich sogar 3700. Das ist doch mal uncool, Mann. Was soll das denn? Ich krieg hier noch die Krise, Mann. Ein 160er und ihren Zug skippen. Ich meine, ihr seht's ja selber, was da abgeht. Das war vorher irgendwie nicht so. Und trotzdem mache ich kaum Schaden. Hat die auch ihre Verteidigung das gepusht oder was? Kann die das oder wie? Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht und das eventuell nicht irgendwie die Verteidigung wieder runtergeht von ihr. Dann stehe ich kurz davor, einfach zu sagen, ich lade den letzten Spielstand und greife die neu an. Weil wenn auch das Gift schon keinen Schaden mehr macht, also sorry, irgendwann ist auch gut. Dann scheint die sich irgendwie eventuell overpowern zu können, wenn man Pech hat. Und dann kann man nichts mehr machen. Oder wie sehe ich das? Das ist ein Abschlusszug, ne? Ja, ich muss es riskieren mit den Dingern hier. Vielleicht kann ich wieder einen Zug skippen. Das wäre echt mal super. Ja, ich kann. Oh, was kommt jetzt? Hoffentlich was ordentlich reingehauen hat. Hä? Ach so. Ja, das war das von wegen, du kannst jetzt nicht angreifen, ne? Ja, WhatsApp, du bist mir jetzt gerade egal. Ja, meine Fresse. Flugmodus. Dann mach ich halt den Flugmodus rein.
Ich habe gerade schon geantwortet. So, das muss dir reichen. Bevor mich die Person jetzt weiter nervt, kommt halt der Flugmodus rein. So. Was haben wir hier? Benötigt Kraftschub. Habe ich nicht. Ich habe keinen Kraftschub. Wer ist ein Kraftschub? Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon einsetzen sollte. Nimm mal die Flucht weg. Und das hier rein. Ich kann eh nicht verhindern, dass die jetzt angreift. So, jetzt ist sie zwar bei 2400, aber ich hatte sie, glaube ich, meine ich schon mal unter 2000 und die hat sich wieder auf 3800 oder so hochgeheilt. Und eine üble Verteidigung. So. Oh, sie hat sich mal nichts hochgeheilt. Wahnsinn! Schmeiß das weg. Schmeiß diesen Dreck weg. Oh nein. Ich krieg Scheiße rein. Das ist doch echt nervig, Mann, was die so alles machen kann. Hau mal rein und hau das Viech kurz und klein. Die Verteidigung ist immer noch sau hoch, oder? Ja, wenn allein, guck mal, wenn der Gastcharakter da, der sonst 500 Schaden oder so macht, jetzt gerade mal 7 Schaden macht, dann hat die mit ihrer Verteidigung gerade echt irgendwie übertrieben und jetzt heilt sie sich wieder mehrere hundert. Das ist abartig. Was soll dieser Scheiß? Hier geht's. 129 Schaden und die macht nur 87, doch eigentlich viel mehr. 80% müssen reichen für den Woody und Earthy, glaub. War das Earthy? Jawohl, jawohl, komm. Hau ordentlich Schaden rein, das muss doch sein. Vielleicht ist das auch so gemacht, dass nur diese Viecher gerade ordentlich Schaden bei ihr ausrichten können. Kann ja auch sein. Ich weiß es doch nicht. Ja, die haben jetzt ordentlich Schaden gemacht, ja. Aber sie trotzdem nur 7. Also hat der Gastcharakter auch nichts mit dem Schaden vom Hauptcharakter zu tun. Ich nehme nachher den Neustart. Decks mischen. Klingt gut. Und schon hat sie wieder 2999. Nö. Das. Wie soll dieser Kampf hier enden? Was soll die Scheiße? Sorry, aber da muss ich mich gerade mal echt aufregen. Probier es nochmal in Zug. Hier, mach mal. Neustart. Angriff runter. Ja, und gerade jetzt kriege ich natürlich einen 100%er. Carlos ist dran. Achso, okay. Hä? Jetzt hat die jetzt ein Herz gehabt und sich wieder geheilt und uns hier. Das Vieh ist scheiße. Sorry, aber das muss man schon mal so sagen. Jetzt ist es wieder auf 3600 gewesen. Ihr seht es doch. Also, wer auch immer dieses Video sich nur anschaut. Nee, ich starte den Kampf von vorne, weil 3600 bin ich jetzt eh wieder ganz oben, ne? F12.
Überspringen. Leertaste. Laden. Spielstand 14. So. Ja, es war jetzt nämlich nach dem letzten, wo ich jetzt gespeichert habe, ne? Ist ja okay. Ich glaube, so weit war das eh nicht, so nah. Da war, glaube ich, relativ nah. Wir haben, glaube ich, nur hier aufgemacht, sind da hochgegangen. Nach links. Hinter die Säule, geschossen. Kurz gewartet, so, rüber, zack, bam. Kabams. Hier einfach durch. Den hier runter. Ups, ich sagte den hier runter. Dann hier runter, genau. Bisschen Schiebung machen. So. Dann hier rauf. Durch die Tür. Schießen. Umdrehen. Und denselben Schmodder wieder zurück. Ich glaub gar nicht, wie mich das vor allem jetzt durch den Boss hier ankotzt, dass ich den ganzen Scheiß noch wegen dem Bug nochmal machen darf. Ich meine, an sich ist es cool, aber es ist halt so ekelhaft buggy. Kleiner Schlüssel ist okay. Und nicht, dass es eventuell irgendwie was damit zu tun hat, ob man irgendwas gelesen hat oder nicht. Mache ich nochmal schnell hier, zack. Schnell hier nochmal lieber triggern. Falls das irgendwas verändert. Ach so, da ist es auch schon. Oh, verdammt. So. Wie viel hat sie denn am Anfang? Das sieht man nicht, ne? Das ist echt ein Mist, Mann. Ich schaue jetzt mal die ersten zwei Züge, ob ich das scannen kann. Ansonsten muss ich gleich auch kurz mal pausieren. Und zwar nicht nur für euch, sondern auch für mich. Und ja, ne? 477. Seht ihr, jetzt knall ich auch wieder noch Schaden rein. Jetzt knallt sie auch noch Schaden rein. Aber wenn man einmal zu dem Punkt kommt, dass es sich overpowered hat, hat man halt Arschkarte. Dann kann man nichts mehr machen. Dann hat man halt verloren. Weil dann kannst du nie wieder so viel Schaden drücken, wie du bräuchtest. Also der Kampf ist echt irgendwie in meinen Augen scheinbar nicht so ganz gut durchdacht. Ihr habt's ja gesehen. Sorry, die Kritik, die muss ich schon da lassen. Und ich würde auch fast behaupten, dass die auch gerechtfertigt ist. Aber scannen konnte ich es noch nicht. Wobei, ich probiere es jetzt noch, tatsächlich doch noch ein paar Runden erstmal. Aber guck, da hätte jetzt auch unser Gastcharakter ordentlich was geknüppelt. Nur Schaden bekommen. Okay, finde ich gut. Ja, scanne ich nachher. Ich muss jetzt Schaden reinhauen, solange noch keine Verteidigung da ist. Scannen kann ich immer noch, weil ich werde sowieso nochmal drankommen. Bin mir ziemlich sicher. Das wäre blöd, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit für den Schaden nutzen würde, nur weil ich scannen will. So, mach weniger Schaden, du Drecksvieh, wobei du eh nicht so auf Schaden ausgelegt bist, scheinbar. Abschlusszug, was will ich denn damit jetzt, Mann? Dann mach ich den Hatscht halt, Mann. Diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-ding. Vorher hat sie nur noch 7 gemacht, jetzt macht sie 207. Fliehen kann ich eh nicht. Feuertribut brauche ich nicht. Dann scannen wir jetzt den Gegner hier mal. Und ich bin mal gespannt, was er dann HP noch hat. 2300. Oh. Aha. 1700 irgendwas, okay. Kraftschub. 160er, 120er, komm bitte. Jawohl. Komm, all trees, shade of the earth.
Oh, seht ihr, jetzt läuft's deutlich besser. Aber wenn sie sich einmal overpowered hat, dann kommst du da nicht mehr gegen an. Dieses Ding, das brauchst du jetzt doch nicht. Wow. Jetzt hast du wieder 2000 irgendwas. Oh. Die hat sich scheinbar schon ein bisschen hochgehauen. Okay, hauen wir das rein, dass sie nicht ziehen darf, weil dann kann sie sich nicht heilen. Und ich habe hier nochmal was, dass sie nicht ziehen darf. Und dann kann ich nämlich danach die Decks mischen. So, Angriff, Angriff und noch mehr Angriff. Oh, hätte ich das gewusst, aber ich glaube, das bleibt nachher auch noch. Wobei, ich mische die Decks. Also, sie hat nur noch 953 Schaden und nur noch 700 irgendwas. Aber ich habe nichts, um sie daran zu hindern, ne? Ah, verdammt. Ne, ich lasse die Decks jetzt sogar so. Bitte lass es reichen. Wenn sie sich jetzt auf 3600 oder so wieder hochhält, dann hat sie aber ordentlich gecheatet. Auf 1000 irgendwas, verdammt. Ja, aber das ist noch erhalten geblieben. Sehr schön. Wenn die cheaten kann, kann ich das auch. So. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Bam, wieder mal rein das Ding. Jawoll. Wie gesagt, wenn die so cheaten kann, erlaube ich mir das auch. Hau rein das Teil und sie darf nicht. Und danach wird auf jeden Fall gesaved, ey. Okay, da ist irgendwas durcheinander geraten. Ich schaffe aber auch alles. Käsebrot, sehr schön. Und Geld. Wir kennen das schon. Wir brauchen's nicht lesen. Endlich ist das Drecksvieh tot. Was ist nur Geld? Also ich hatte beim ersten Mal echt Glück. Das kann ich jetzt nach den beiden Kämpfen sagen, denke ich. Du hast die Wasserschuhe erhalten. Ja, kennen wir. Und wen haben wir hier? SH. Keine Ahnung. Naja, gut, ich muss jetzt mal pausieren, ne? Sowohl für euch als auch für mich. Ja, bis gleich. Ich werde auch sogar die ganze Aufnahme stoppen und dann das als neu machen, weil dann ist schon mal der Teil hier auf jeden Fall abgesaved. Apropos absafen, Spielstand 14. So, also bis gleich, ne? Also zumindest für euch bis gleich. Ja, und in diesem Raum hier ist mir, meine ich, auch was aufgefallen. Wenn man diesen Stein, den ich jetzt hier habe, nicht ganz oben links in der Ecke hätte, sondern ein Feld weiter rechts davon und man rutscht jetzt, so wie ich, nach ganz links durch, würde man dann nie wieder rauskommen, weil man nach oben und unten jeweils in Sackgassen rutschen würde. Aber gut, bei so einem Rätsel hier ist es auch schwer, das so umzusetzen, dass es ja, perfekt funktioniert, dass man da keine solche Möglichkeiten hat, sage ich mal. Und ich versuche das jetzt mal wieder zu buggen.
Nee, keine Ahnung, wie ich es vorher gemacht habe, aber diesmal hat es nicht funktioniert. Was heißt, ich muss laden? Aber gut, das ist ja, ne? Spiel laden, Spielstand 14. Zack, da-dam. Didam, dam, didam. Didam, dum, didam, 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 dam, badam. So. Gut, also nochmal darüber und eigentlich kann ich euch das ja wieder cutten, ne? Und einfach um zu versuchen, ob ich das auch noch in die Aufnahme krieg. Weil ihr hört das Pausengeräusch. Nö, keine Ahnung, ich krieg's nicht rekonstruiert. Ich hatte euch ja davon erzählt, ne, also... Ihr wisst ja, was ich versucht habe, vielleicht vergiftet er es. Mal schauen. Egal. Machen wir noch. Natürlich! Achso, ich muss hier ja... Ich sollte mich nicht einsperren. Weil über die Linien kann ich nicht laufen. Über die... Es ist ja nicht so, als könnte er eigentlich einfach nur großen Schritt über so ein Kabel drüber machen. Nee, nee. Zack, zack, zack. Ja, nimm's wieder mit, bevor ich mich wieder verbugge. Der Grund, warum ich mich verbuggt habe, ist, ich wollte eigentlich noch da links die Schalter drücken. Nein, er bleibt mal, wo der ist. Ich kann mich währenddessen bewegen. Boah, witzig. Ich könnte mich währenddessen bewegen. Hä? Ja, nimm mit. Ach, jetzt ist der Boden da. Alles klar. Ja, hau mal rein. Ach so, das ist trickreich. Trickreich, oh yeah. Natürlich. Ja, jetzt kann ich es hier einsetzen.
Und dann kann ich da durch. Also eigentlich sollte die Tür wahrscheinlich zu sein, damit man diesen Bug nicht erst heraufbeschwören kann. Ach, jetzt geht's auf einmal. Hä? Noch mehr von den Statuen. Oh, Moment mal. Ein zweites Geheimnis liegt in der Nähe. Die richtige Kombination verraten die Wächter in der Eingangshalle. Ja, warte mal, dann muss ich das Ding aber wieder mitnehmen. Ja, nimm es mit. Die Wächter der Eingangshalle. Das ist die Eingangshalle. Hält man das Augenmedaillon davor, lässt sich eine eingravierte Zahl erkennen. 2. 4. 2, 4. 1. 2, 4, 1, 3. Also 1, 2, 3, 4. Okay, ich verstehe. Alles klar. Hab's gecheckt. Dam, badam, badam, bam. Ja, vielleicht lasse ich es doch als ein langes Video. Ich weiß es echt noch nicht. Da, da, dam, 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 dum, di, dum, di, dum. Zzz. Da-dam. Du-du-du-du-du-dum. Ja, nimm mit. Dam-bam-badam. Dam-bam-badam. Nimm's mit. So Leute, ich habe jetzt leicht Angst, was jetzt passiert. Die Tür ist fest verschlossen. Oh, es fehlt also noch ein Schlüssel. Ah, und ich glaube, ich weiß auch, wo wir den... Oh, willkommen, wollte ich sagen. Ich gehe es tatsächlich noch nicht dadurch. Ich will jetzt erst was anderes checken. Und zwar, wenn wir jetzt da links gehen. Weil das wirkt irgendwie wie optional Secret da links. So nach dem Motto, ja, merkt ihr das mal. Weil... Jetzt kann ich das Augenmedaillon reinhauen. Und jetzt kann ich vielleicht hier links draufklicken. Nee. Oder diese Truhe nehmen und dort ablegen. Nimm's mit. Noch ein kleiner Schlüssel. War auf jeden Fall gut, das dann zu machen, ne? Aber ich glaube, da oben hatte es kein Schloss mehr dafür. Ich meine, wir können hier mal schauen. Ne, das war nur das. War nur eine Sackgasse. Na, dann war es definitiv gut, das vorher schon mal zu machen. Weil wir werden den Schlüssel brauchen. Vielleicht ist es aber auch nur ein optionaler Schlüssel, falls man den da oben links nicht findet. Könnte ja auch sein. Gab's bei Zelda Club auch mal. Dass in einem Tempel dann lieber ein Schlüssel mehr war. Ja, den Mechanismus, den umgehen wir. Da, 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 dam. Oh ne, man braucht ihn sogar. Moment mal. Nichts Verdächtiges zu erkennen. Und da auch nicht. Oh oh. Da ist er wieder. Nachdem wir ja nun alle einmal gespiegelt wurden, können wir ja diesmal gefahrlos vorbeigehen. Da ist immer noch Carina drin. Du dämlicher Spiegel, bist nicht lernfähig, oder? Ich sehe nach wie vor lediglich mein Spiegelbild. Ja, ich hätte eigentlich die... Ding-Karte wechseln sollen von Yuri. Die hätte ich vielleicht wechseln sollen, aber... Warte mal. Hier ist eine Art Spiegel. Und hier ist... Einmal blau, einmal rotes Auge. Okay, was stellt das dar? Was genau ist die Intention hinter diesem Bildchen? Das würde mir jetzt schon mal interessieren. Ich kann es noch nicht so ganz deuten. Aber vielleicht wird es danach... ja.
Vielleicht wird es danach klarer. Sozusagen klarer. Vielleicht ist es ja auch klarer. Hm? Ich weiß es nicht. Bam. Oha, stimmt ja. Finsternis und es ist hier Blitz. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es sei auch ein Finsternis-Finisher, aber es ist ein Blitz-Finisher. Ich Idiot. Ich Idiot. Das ist doch echt mal so. So, dann heißt mir gleich die Lex willkommen. Und hallo Lex. Boah, sogar der Mauszeiger. Bam! Ach, da muss man einfach mitsummen. Das ist einfach so eine typische Melodie, da muss man einfach mitsummen. Och nö, was soll denn die Scheiße hier? Ich würde das gern mal nutzen, Mann. Das ist echt gemein, das ist doch mega mäßig fies. Oh nein. Okay. Nein, das bekommen. Egal. Kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Voll weggekickt. Das sieht bei solchen Mega-Viechern immer so witzig aus, wenn da jemand weggekickt wird. Ich will das ja nutzen. Wieso muss eigentlich dieses Siegel immer gerade auf dem falschen Ding liegen, ne? Das ist doch bestimmt Absicht, Mann. Nee, ich habe einfach Pech, ich kenne mich doch. Oh, mal ausnahmsweise nicht das Spiel weggekickt. Macht sie doch sonst so gerne. Was zum 200? Was war das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Das ist eine Qual. Hä? Ach, die hat's neu versiegelt, oder was? Wird schon vergiftet. Komm schon, lass mich dein Gift hier einfügen. Komm schon, bitte, bitte. Och na, Manu. Abschlusszug. Okay, wissen wir da mal Bescheid. Dann mach dies und das und jetzt tau Wasser rein, oh nein. Bet you like this, you pig. Die!
291? Ich dachte, da ist mehr drin. Was ist das denn? Level 4 Magie? Carlos, du musst Karina ranlassen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die gesehen hätte. Kartenplatz wurde versiegelt, ey fies. So, schon mal lass Karina ran. Und jetzt 7? So viel wollte ich gar nicht machen. Hallo? Ich will die Level 4 Magie hier sehen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene bei den Magiezaubern, ne? Keine Ahnung. Und. Bam! Ah, schade. So. Take that. Okay. Ich habe meinen Mauszeiger schon entsprechend positioniert, aber ich habe es nicht gebraucht. Alles klar. Und nochmal so eine Salbe, sehr schön. Eine Reanimationssalbe, finde ich gut. Als Ausgleich für das Vorhaut, die ich eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber hey. Nanu, wieso ist diesmal ein Monster erschienen? Vielleicht hatte der Spiegel eine Fehlfunktion? Das ist eine ziemlich dämliche Erklärung. Allerdings fällt mir auch nichts Besseres ein. Hey, wo bleibt meine Belohnungskiste? Allein die Tatsache, dass bislang wir aus dem Nichtstun erschienen sind, nachdem wir diesen Spiegel bekämpft haben, fand ich schon beunruhigend. Aber vielleicht gibt es keine weiteren Ornagen-Artefakte und wir haben das Ende des Tempels erreicht. Gehen wir einfach heraus und finden es heraus. Nee, da geht's noch nach rechts, hallo? Ah, da haben wir sie nochmal alle. SH? SG? SM und VC. Ah ne, VC, war das nicht Vocaloid? Ich glaube, so hieß doch, glaube ich, das Programm, mit dem Hatsune Miku und Co. gemacht wurden, aber die anderen, keine Ahnung. Hm. Orenius Kato für den Carlos. Und Spell für Karina. Arrow für Liuri, dann fehlt jetzt noch irgendein Zauber. Feather für Xillia. Speichern. Moment mal. Naja, nee, ich nehme wieder die den 14er. Eine Wasserschale, das Wasser darin schlägt kleine Wellen. Nanu, sie lässt sich nicht öffnen. Außerdem scheint eine bösartige Energie von ihr auszugehen. Unheimlich. Ob sie mit Magie versiegelt wurde? Karten. Carlos. Orenje-Cutter. Typ Energie. Ein Schwert, das einst dem Magier Orenje gehört haben soll. Der Zauber auf der Klinge löst bei Berührung eine gewaltige Energieexplosion aus. Okay. Bitte nicht skippen. Danke. Huch. Orenje-Spell. Typ Energie. 120. Ein mächtiger Zauber, der einst Orenje in eine Karte gebannt. In eine Karte gebannt worden sein soll. Er entfesselt einen gewaltigen Energiestrahl, welcher das Umfeld verwüstet. Nimm mal das hier dafür weg. Ist ein Level 5er. Krass. Orenjes Arrow. Ein magischer Pfeil, der einst von dem Magier Orenje verzaubert worden sein soll. Einmal abgeschossen, findet er sein Ziel und durchbohrt jedes Material. Okay, nehmen wir dafür doch mal. Warte mal, der hat
110, 55. Ah, komm, nimm mal den hier weg. Oh, halt, ich hab Xelia vergessen. Echt mal, wie konntest du mich ver... Tut mir leid. Meine Güte, so. Orange ist Feder, 100% Kraftschub, Energie. Eine Feder, die einst vom Magier Orange viel bedeutet haben soll. Die darin eingeschlossenen Erinnerungen versetzen Xelia bei Verwendung einen Kraftschub, welcher den Rest des Kampfes über anhält. Das doch nicht. Das ist wieder so schwer hier oben zu treffen. So, das hier. Was war das hier? Protection. Krass. Das ist echt krass, Mann. Krasse Karte. Mega. Mega mäßig. Aber noch sind wir hier auf der Oranje-Insel nicht fertig. Nee, nee. Da gibt's noch eine Sache zu erledigen. Das weiß ich. Die man vielleicht vergessen könnte, aber vielleicht eigentlich sollte man sie nicht vergessen, denke ich. Hier drüben, da gibt's noch eine Kiste, die wollen wir mal noch öffnen. Und dazu brauchen wir die Schuhe, um hier drüber zu laufen. Flammenregen, Abschluss zu Carina gefunden. Nehmen wir das mal weg. Nimm's raus aus dem Deck. So, aber wie kriege ich die schwarze Truhe auf? Hä, was? Wie soll das gehen? Und wie mache ich das denn? Geheimnisse, okay, da gucke ich gleich rein, ich speichere lieber vorher. Gladiator, Gewohnheitstier, stimmt ja. Ah, schön, dass ich die alle nochmal einsehen kann. Kann ich die auch klicken? Nee, schade. Das ist eine Art Archivement-System und das in einem RPG Maker-Spiel. Echt krass. Echt krass. Wie krass. Da kann man mal sehen, was mit dem RPG Maker also möglich ist. Ich muss echt sagen, ich glaube Moonlight Sun ist wirklich das umfangreichste RPG Maker-Spiel, das ich je gesehen habe. War hier nicht irgendwo so eine Kiste? So eine versiegelte? Ja, aber dann habe ich sie nur... Hä? Ich habe das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Weil, ich erkläre es euch nämlich auch, in diesem Lösungsding, wo ich vorher schon mit reingeguckt habe, stand was von den verschiedenen Truhen, die man wohl öffnen kann, aber die Orange-Insel dafür abgeschlossen haben muss und irgendwie kann ich die ja noch nicht öffnen, ne? Also habe ich irgendwas übersehen, denke ich.
Die Frage ist jetzt nur, was? Was habe ich übersehen? Was? SM. Ob sie mit Magie versiegelt wurde? Magie. Na, wer kennt sich mit Magie aus? Zum einen Carina, zum anderen Xelia. Nun, sie lässt sich nicht öffnen. Holen wir mal noch Carina hier raus. Das ist bestimmt auch irgendein Geheimnis. Hä? Ich check das nicht. Ach, das war das Geschissel. Na, was soll denn da noch sein? Der Altar scheint sauber zu sein, das Meteor reagiert nicht. Nee, jetzt, oder? Ich kann jetzt tatsächlich das Medaillon auf verschiedene Dinge anwenden. Nichts Verdächtiges zu entdecken. Krass. Verdächtiges also, hä? Hm? Das Medaillon erkennt lediglich glückliche Pflanzen. Diese Pflanze ist auch mit dem Medaillon betrachtet eine ganz normale Pflanze. Moment mal. Nichts Verdächtiges. Und hier auch nicht. Moment mal. Wir haben jetzt das Medaillon, ne? Das hatten wir beim ersten Mal, als wir hier waren, glaube ich nicht. Vielleicht können wir jetzt die... Genau! Mit dem Augenmedaillon lassen sich leider keine Bücher übersetzen. Die Skizzen weisen auf... Irgendeine Art Forschungsprojekt hin. Schade. Ich dachte, ich hätte die Lösung gefunden, aber nee. Mist, Mist, Mist. Was hab ich nur übersehen? Ich wicht. Oh Mann, ich krieg hier noch die Gicht. Irgendwas muss doch da noch machbar sein. Meinst du, es würde auch nicht jetzt die ganze Zeit das Medaillon angesprochen werden? Ich frage mich, ob diese Statue zu Ehren einer besonderen Person hier aufgestellt wurden. Ja, ich gehe jetzt die Räume nochmal schnell durch, Leute. Oh, cool. Danke für diesen Bug. Schön, dass ich den bekommen habe. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ne? Der ist auch. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber mir soll es recht sein. Oder ist das überhaupt ein Bug? Weil wir, ich meine, wir haben ja das Spiegelding hier besiegt. Vielleicht, ne? Also vielleicht.
Die Straße des Sternlichts wird für das ungetrübte Auge dort sichtbar werden, wo die Hände der Wächter sich berühren. Die Hände der Wächter. Wo die Hände der Wächter sich berühren. Hier? Warte mal, magische... Ne, die habe ich vorher schon probiert, glaube ich, ne? Da war nichts. Aber ich hätte die Statuen vielleicht mal anquatschen können in dem Raum. Ich meine, die im Startraum waren ja auch special. Also, vielleicht... Wisst ihr was? Ja. Ich glaube, das ist doch kein Bug, oder? Wenn meine Theorie stimmt, müsste jetzt alles chillig werden. Ja. Okay. Dann ist da irgendeine Bedingung drin. Reingeschnürt. Moment. Nichts Verdächtiges. Schade. Nichts Verdächtiges. Hier auch nicht. Dahinter ist auch nichts. Nö. Und nö. Nee. Einfach mal nee. Noch mehr von diesen merkwürdigen Statuen. Und noch mehr. Und hier ist auch nichts. Und hier auch nichts. Ne? Also, ja. Ist das hier ein... ein japanisches Zeichen? Sieht fast so aus, oder? Nice. In See stechen, mach mal dann mal. Nicht. Ich lasse es ja einfach bleiben, Leute, und wir machen uns auf zum Grande Finale. Und zwar zum letzten Finale, das es zu sehen gibt. Schwarzer Strand betreten. Achso, kann ich hier erst abkürzen, bitte? Nein. Hey, wieso bewegst du dich? Sau, du!